Nein, heute sind keine imperialen Truppen eingetroffen, sondern mal endlich Rebellentruppen eingetroffen. Also sprichwörtlich, ich habe jetzt endlich auch Fußvolk für Gefechtsszenarien bei Imperial Assault oder als kleine ja, Verstärkung auch in der Kampagne. Das sind die ganz normalen Rebellentruppen, die kennt man durch Krieg der Sterne 1, denke ich auch, weil die Sturmtruppen greifen ja Leias Schiff an und das sind das die verteidigenden Truppen auf dem Schiff im Prinzip. So, die würden wir jetzt zusammen mal auspacken. Ich weiß jetzt nicht, ob die genauso aufgebaut sind wie die kleinen Blister vom Inhalt. Keine Ahnung, schauen wir jetzt zusammen. Okay. Hier ist schon mal der erste Unterschied. Man hat so Identitätsmarkierung für, dass man es genau zuordnen kann, welche Truppe gehört zu welcher Einheit. Dementsprechend auch die Aufkleber dafür. Karten, Inhaltsangabe, das Register wie immer von FFG und natürlich die Miniaturen. Hier sind die drei. Also ich denke, die können sich sehen lassen. Sie sehen sehr sauber aus. Also mir gefallen sie sehr. Der Eierkopfhelm, sage ich mal, ist nicht ganz so üppig, wie ich erwartet habe. Weil sie da auch, glaube ich, von den Ursprungskostümen etwas abgewichen sind. Weil es doch echt eine Eierschale war, was die damals benutzt haben. Auf dem Kopf, so sieht es zumindest aus, eine übergroße. Zu dritt kommen die Jungs. Weiß es jetzt nicht genau, schauen wir gleich zusammen. Ich meine, die werden aufgebaut wie die Sturmtruppen, im Prinzip eine Aufstellungskarte für drei Einheiten. Gehen wir aber erstmal zum Spielplan. Was bringt denn ihr so mit? Also zwei Aufstellungskarten, Rebellentruppe, die Elite wahrscheinlich und die normale, drei Figuren, sechs neue Befehlskarten, ein Nebeneinsatz und auch wieder ein Gefechtseinsatz plus diese ID-Marker. Wenn es mich jetzt nicht täuscht, das ist eigentlich dasselbe Inhalt wie bei den kleinen Blistern, außer dass es mehr Figuren sind. Aber mal IG dazu vom letzten Video kurz Inhalt. Ja, im Prinzip das gleiche vom Inhalt, nur zwei Figuren mehr enthalten und natürlich halt auch die Elite-Aufstellungskarte. Ansonsten unterscheidet sich das leider nicht so wirklich voneinander. Ich hätte jetzt gehofft, dass da noch irgendwie noch was anderes drin ist. Ich hätte es auch ganz gut gefunden. Und sei es einfach nur ein kleines Landstück. Hätte mir persönlich schon gereicht. Vielleicht kommt es in noch größeren Figurenpaketen, die vielleicht noch ausstehen. Vielleicht im Größenverhältnis wie von General Weiss oder dem AT-ST. Ich hätte es hier nur auch schon schön gefunden, wenn dann einfach ein, zwei kleine Landstückchen noch dabei wären, sei es nur so ein Zwischenstück, weil die Karte und Stücke schon wieder Zeit haben, die schon einen Verschleiß. Was bringen sie mit? Das ist der Gefechtsspielplan. Wir sind hier auf Geonosis. Wer Geonosis gerade nicht weiß, was es ist, das ist der Planetenangriff der Klonkrieger aus Episode 2. Dieser Wüsten, Termiten. Mäßige Planet, sage ich mal, von den Gebäuden, was die Genosianer so haben, in Zerbi ganz so Termitenhügel oder Ameisenhügel. Ich denke, damit wisst ihr auch, was jetzt gemeint ist. Gibt es natürlich wieder in zwei Varianten. Variante A, ein Schattenkrieg.
Dann haben wir Waffenforschung. Ich denke, das sagt schon der Name. Es geht da um eine geheime Waffe, die wahrscheinlich entwickelt wird. Dann einfach bei Schattenkrieg. Schauen wir uns noch mal kurz, was denn da so das Thema ist. Okay. Finde ich cool, weil man hat zwei Heimatbasen, nenne ich es mal, bei Schattenkrieg. Und Ziel ist es, den Generator der anderen Basis auszuschalten, aber den eigenen dabei nicht zu verlieren. Also entweder, ja, stürmt man halt vor mit allem, was man hat und versucht sich durchzudrücken. Dann hat man vielleicht das Pech, dass eine Einzelfigur sich natürlich durchschleicht und den Generator zerstört von einem. Aber ich finde es cool, es ist ein anderes Gefechtsszenario, wie was ich bisher so gelesen habe. In der Waffenforschung lese ich jetzt auch mal schnell drüber. Ja, also, wie gesagt, es geht einfach da nur drum, wer die Waffe zuerst kriegt, ne, und bis seinen Besitz hat, der hat im Prinzip gewonnen. Muss er sie irgendwo hinbringen? Steht jetzt nicht explizit dabei, im Prinzip aber erhält man zwei Siegpunkte für jede Figur, die so eine Waffe trägt. Und wenn eine dieser Figuren dann zerschossen wird vom Gegner, erhält dann der Gegenspieler 4 Punkte für den Abschuss der Figur mit der experimentellen Waffe. Jetzt nichts Besonderes, also er muss die nicht irgendwie zu einem Flugpunkt bringen oder so. Da gefällt mir echt die Variante A deutlich besser. Gehen wir mal jetzt zur Rückseite. Eine grüne Landschaft mal wieder. Bereit machen für den Aufprall. Mit dabei sind auf imperialer Seite, das ist jetzt die Kampagnenmission dann, ein Nexo, Sturmtruppen normal und Sturmtruppen Elite. Hier Nexo und Sturmtruppen. Reservegruppen stehen fest, einmal Rote Garde und ein normales Subtroide. Man hat noch 3 offene Gruppen zur Auswahl als Imperialer und als Rebelle sind halt hier die 3 Jungs hier, Tick, Trick und Track. Worum geht es dann im Prinzip? Ja, ich beeile mich ja schon. Okay, er freut sich, dass auch mal mit ein paar Rebellen eingetroffen sind. Also, das mit dem IG-88 hatten wohl immer noch ein bisschen zugesetzt zum letzten Mal. Also im Prinzip haben sich die Rebellen verschanzt, wenn ich es jetzt richtig überflogen habe, und müssen einfach nur die Stellung halten, solange es geht. Und dann auch noch versuchen zu fliehen. Also die Heldenrebellen starten hier und müssen zu den Jungs irgendwie kommen. Werde ich dann aber ganz genau in der Kampagne dann sehen, wenn wir es dann spielen im Bekanntenkreis. Ich habe jetzt nochmal überflogen. Ich denke, im Grunde ist das das Szenario. Ja, das ist auch ein cooles Artwork, zumal man die Jungs auch sieht, wie sie verschanzt sind. Also ich finde die Artworks bisher immer echt sehr nett. Da hier diese, wie so eine Art neue Sturmtruppenrüstung so ein bisschen bei dieser Gefechtseinsatzvariante B. Hier noch das Bild von Schattenkrieg, wobei die eher an diese Endor-Truppen jetzt gerade erinnern. So, dann gehen wir mal zu den neuen Befehlskarten. Diese hier haben wir gleich zweimal mit dabei. Verstärkung. Ah, cool. Wenn eine deiner Figuren. Beispiel jetzt bei den dreien hier, einer ist jetzt ausgeschaltet worden. Darf man diese Karte nutzen, um den Truppler dann in der Nähe seiner Jungs wieder aufzustellen. Und das geht aber nur bei Einheiten, die mindestens 3 oder
maximal 3 Punkte oder weniger kosten. Finde ich cool, ist doppelt mit dabei, 2 Siegpunkte. Bietet sich an für Sturmtruppen und Rebellentruppen dann, wenn man da mit großer Menge spielen möchte. Dann haben wir dabei ein Grenadier. Das Ganze für 3 Siegpunkte. Ziemlich simpel, innerhalb von 3 Fällen wird die Granate, sage ich mal, geschmissen. Dann wird ein roter Würfel für die Granate geworfen. Und dann erhält die Figur auf dem Feld den Schaden, was man würfelt. Und auch eine der Nachbarfiguren zum Feld hin. 3 Punkte ist heftig. Muss man mal ein Spiel sehen. Dann haben wir hier Provozieren. Das sind nochmal die Rebellentruppler abgezeichnet. Okay, man zwingt dazu die Aktivierung einer bestimmten Gruppe, wie es die Karte auch sagt, zu provozieren, die benachbart zu diesem Truppler dann steht oder Wächter. Also Wächter wäre zum Beispiel auch die rote Garde des Imperiums. Haha, hier ein ziemlich cooles Gruppenfoto von Sturmtrupplern. Komm schon, fokussier's. Jetzt. Denn ihr seht's, also ich finde es ziemlich cool, die da so rumposen. Ah, okay. Gemeinsam sind wir stark, heißt so viel, dass man, wenn man jetzt eine Gruppe von Sturmtrupplern aktiviert und hat in der Nähe noch eine zweite vom Gefechtsplan stehen, kann man die Karte nutzen und man kann dann damit dann auch die zweite Gruppe benutzen dann. Halt aktivieren in diesem Zug. Wichtig ist nur, wenn man das macht, die Gruppen, beide Gruppen zusammen dürfen nicht höher als 12 Punkte kosten. Also in dem Paket ist viel auf Massenspiele, denke ich mal, so ausgelegt sehr. Und hier die letzte Karte, ein imperialer Sturmtrupper nochmal, so ein Offizier oder sowas. So. Ziemlich simpel, beliebige Figur, du wirst fokussiert. Also von den Karten hat mir das Paket jetzt inhaltlich sehr gefallen. Wobei ich es, wie gesagt, immer noch nur schade finde, dass nichts für die Spielkarte mit dabei ist. Sei es auch einfach nur für deren Szenario, dass da diese extra Landschaftskarte mit dabei wäre, wo man braucht als Feld, wäre ja auch cool gewesen. Für die Nebenmissionen der Kampagne. Hier nochmal kurz die beiden Aufstellungskarten, die Elite und die normale. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick, dass sie haben einen Durchschlag mehr, wenn sie das dann nutzen, diese erwürfelten Fokus, als die normalen. Sie haben dann in Position. Also da braucht man gleich seine beiden Aktivierungen, wenn man die dann nutzt. Vorteil, du bekommst sofort 4 Bewegungspunkte und giltst dann ab da an als fokussiert direkt. Ansonsten sieht man nur noch, dass sie haben mehr Leben wie die normalen Truppler. Die Elite 5, die normalen 3. Der Angriff ist jeweils dasselbe. Und natürlich Punktekosten sind nochmal etwas höher. Und die Fähigkeit Zielen, das ist dasselbe wie bei den normalen, sehe ich jetzt gerade. Man erhält, falls man sich nicht bewegt hat und dann angreift, dann einen Schaden und zwei Zielsicherheit auf den Angriffsruf mit dazu. Also sind wirklich so Verteidigungstruppen, so wirkt es halt ein bisschen im Vergleich zu den Sturmtruppen. Sind es echt dann die Pendants in der Verteidigung. Insgesamt, wie gesagt, hat mir jetzt das Paket und der Inhalt gefallen. Das
zeige es euch noch mal kurz insgesamt. Und zwar, das war der komplette Inhalt. Hier, wie gesagt, dann noch einmal die Nebeneinsatzmission, die klingt für mich auch sehr spannend. Genauso wie vor allem der Schattenkrieg, den werde ich auf jeden Fall mal mit einem Bekannten ausprobieren, dieser Gefechtseinsatz. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit einem ziemlich bekannten Wookie. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ich den zusammen mit euch auspacke. Und sage dann schon mal danke fürs Wiederzuschauen. Bis dann. Ciao.